Hallo alle zusammen. Heute ist mein erstes Video, das ich auf Deutsch mache. Und so habe ich mich entschieden, zu meinem englischen YouTube-Kanal auch parallel einen deutschen laufen zu lassen. Mit den gleichen Inhalten, nur eben in deutscher Sprache. Genau, und heute möchte ich euch zeigen, wie ich dieses Mini-Art-Channel gemacht habe. Dafür habe ich schon fertige Grußkarten gehabt. Die sind von Die Cuts with a View. Die sind recht dick und sind dazu gedacht, sie mit Aquarellfarben anzumalen. Ich schneide die jetzt einfach mal in der Mitte durch. Das mache ich mit allen. Und anschließend bauen wir die zusammen. Um das Album zu binden, klebe ich jetzt die Rückseiten aneinander. Da habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Wenn ihr eine kleine Tasche machen wollt, in die ihr nachher einen Text stecken könnt, dann nehmt am besten doppelseitiges Klebeband und lasst dann eine Seite frei. Das mache ich jetzt hier bei der ersten Seite. So, da bleibt euch jetzt vorne eine Öffnung und da könnt ihr nachher vielleicht auch irgendein kleines Tag einstecken. Genau. Die nächsten Seiten klebe ich mit einem Klebestick zusammen. Ihr könnt auch ganz normalen Flüssigkleber verwenden. Das funktioniert auch. Immer ein bisschen darauf achten, dass die Rückseite schön bündig ist, damit das Buch nachher nicht schief ausschaut. Für das Cover und die Rückseite habe ich mir von einem Jelly-Printed Hintergrund zwei Teile zurechtgeschnitten und hier setze ich noch so ein Brett ein. Das wird nachher unser Verschluss. Ich verlinke euch oben in der Infobox die erste Seite aus diesem Journal. Das Video ist noch in Englisch, ich werde aber versuchen, es baldmöglichst auch in Deutsch hier hochzuladen. Das Brett fixe ich auf der Rückseite noch mit einem Stück Tesa, damit es nachher auch gut festhält. Und dann klebe ich das Cover vorne auf mein Büchlein. Bis der Kleber getrocknet ist, fixiere ich das so ein bisschen mit den Klammern und dann klebe ich die Rückseite noch auf. So, das Journal ist fast fertig. Für den Buchrücken verwende ich noch Gewebeklebeband. Das gab es kürzlich beim Lidl. Das macht einfach nochmal das Buch ein bisschen stabiler und es sieht auch schöner aus. Am Ende braucht man natürlich noch unseren Verschluss. Dazu nehme ich einfach ein Stück Garn und knote das um das Brett. Und damit kann man das Buch dann ganz schnell und einfach verschließen.
Das war's schon für heute. Ich hoffe, euch hat mein erstes deutsches Video gefallen. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich ein paar von den alten Videos zu übersetzen und hier hochzuladen. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Bis zum nächsten Mal.